Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu NextK Game. Und die letzten Tage kam ein neues Update und ich habe euch ja versprochen, immer wieder ein paar Videos rauszubringen, wenn es was Neues gibt über NextK Game. Und ihr seht schon, der Wagen hat sich ein wenig verändert. Er hat ein anderes Kleid an, also eine andere Lackierung etc. Nicht nur das hat sich verändert, auch ein paar andere Sachen. Man kann dann quasi auch das Differential ändern, die Bremse, ob das nun mehr auf vorne oder halt Racing oder wie auch immer angelegt ist, auch die Bodenhaftung. Man kann das einfach auf Standard legen, da geht er halt ein bisschen höher, oder auf Gelände, da hat er einen höheren, ja, Federweg. Oder wenn man halt ein richtiges Rennen macht, dann legt man den halt tiefer. Nicht nur das, auch die Lackierung kann man jetzt separat anpassen. Die Lackierung kennt ihr alle schon. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, sieht nicht toll aus, ne? Blau? Nee. Das wollen wir nicht. Dann hier diesen sogenannten Tiger-Look. Dann gehen wir auf den hier, den letzten. Ja, auch ganz nice, mit Werbung sogar versehen. Aber ich finde die 4 bei diesem Wagen optimaler. Gut, das soll es bei diesem Wagen sein. Es gibt noch eine andere Neuerung. Und zwar gibt es ein neues Auto. Ja, und da seid ihr natürlich wieder gefragt, um welches Auto es sich hier handeln könnte. Er sieht so leicht nach einem Polizeiwagen aus den 70er Jahren. Vielleicht ein Ford oder so. Jedenfalls markant, diese ja, Rückleuchten könnt ihr gerne mal wieder unten in den Kommentaren reinschreiben, um welches Auto es sich handeln könnte. Ja, und beim nächsten Video werde ich das dann sagen. Die Mehrheit hat sich für den Ford XY entschieden. Gut, wir suchen uns einfach mal eine andere Lackierung aus. Eins haben wir ausgewählt. Nee, gefällt mir nicht. Suchen wir das mal aus. Wow, ja, die Flagge kennt man von den Südstaatler, naja, ihr wisst schon, die Amerikaner, die im Süden wohnen. Dann suchen wir den mal aus, sowas stehe ich hier absolut nicht. Und die 5, wow, und 5, ja, wie ich gesagt habe, ein amerikanischer Highway Police Patrol Wagen. Oder wie man das so nennt. Ja, sieht doch recht nice aus. Ich gehe mal so ein bisschen langsam rum, dass ihr ein bisschen was seht von diesem Wagen. Und das ist aber auch nicht nur die einzigste Neuerung. Es gibt nämlich noch eine neue Strecke. Ihr seht schon, es sieht ein wenig anders aus, dieses Derby. Dann gibt es hier dieses 8-Ball-Rennen, ja, wo man so eine 8 fährt. Hier kann man zum Beispiel jetzt auch einstellen, dass man gegengesetzt der Fahrtrichtung fährt. Ein bisschen abwechselnd. Man kann hier auch ein paar Runden mehr eintragen, also bis zu 10 Stück. Oder halt dieses ganze normale Rennen, ne? Was man auch schon kennt. Gut, aber wir werden ja natürlich die neue Runde ausprobieren. Wir werden erstmal sagen, dass wir nur 5 Runden fahren. Und ja, 23 lassen wir einfach mal. Und hier sieht man schon das erste Bild, das hat sich ein bisschen geändert, der Ladebildschirm. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt abläuft und wann vielleicht auch das nächste Update kommt. Oh, jetzt wird's losgehen. Jetzt geht's los. Hier können wir noch eine kurze Streckeneinführung. Wollen wir aber nicht. Wir legen jetzt einfach mal los. Yeah! Mal sehen, ob ich 5 Runden überstehen werde. Und es ist verdammt laut. Ich hoffe, ihr hört mich. Oh Mann, der schiebt mich an. Ist das geil. Das ist so ein typisches Rennen, was man auch aus diesen Dirt Showdown kennt. Uiuiuiui. Oder aus Grid 2. Da haben sie ja auch so ein Destruction Derby mit reingemacht. Oh Mann, da ist schon der erste ausgefallen. Und man merkt, ich habe zwar die größte Maschine reingemacht, aber wenn der ein bisschen untertourig ist, dann... Oh, Wahnsinn! Dann hat er schon seine Probleme. Erstmal ein bisschen Handbremse ziehen. Er ist schon ein bisschen angehittet. Und hoffentlich kommt jetzt keiner von links oder rechts. Wow, wow, wow. Ich bin Erster. Nein, ich bin nicht mehr Erster. Wie habe ich denn das gemacht? Einfach ein bisschen mehr defensiv fahren. Ja, weggekickt den... Oh, Mann! Ja, und dann ist man gleich wieder Fünfter. Das geht natürlich auch ein bisschen auf Glück. Oh, der schiebt aber ganz schön über die Vorderachse.
weggekickt. Oh! Mann, Mann, Mann. Platz 4. Ob ich noch Erster werde, das wird wohl ein bisschen schwierig. Aber Dritter, ja, das passt eigentlich auch. Oh, ich habe bald das Rennen geschafft. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, die Entwickler arbeiten an das Spiel. Ich habe eine Mail bekommen, ob ich den Code einlösen möchte, um neue Inhalte freischalten zu können. Das habe ich natürlich gemacht. Und ja, jetzt bin ich Erster. Wow, cool. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Ja, das war wirklich erstes Rennen und Glück gehabt. Ja, damit bin ich Erster und da habt ihr jetzt neue Inhalte von Next Car Game gesehen. Ein neues Auto, neue Strecke und noch ein paar Veränderungen am Auto, was man selber vornehmen kann. Das war erstmal euer Maximus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.